Jetzt mal noch einen allerletzten Stand zu den Alone-Batterien. Weil es gerade aktuell ist und weil ich mitbekommen habe, dass es viele gerade zurzeit interessiert. Wir haben ja das erstbeste Alone genommen, was uns in die Hände gefallen ist damals. Bedini himself haben wir immer nur, oder habe ich persönlich immer nur von Alum reden hören. Dann bin ich in die Apotheke gerannt und habe Alone bestellt. Und das, was sie mir da in die Hände gedrückt haben, war Kalium Alone. Damit haben wir unsere ersten Tests gemacht. Geht ganz gut, aber noch besser geht's mit Ammonium Alone. So, hier ist die Summenformel. Und unter diesem Begriff Aluminium, Ammonium, Sulfat, Dodekahydrat gibt es das bei verschiedenen Anbietern zu kaufen. Destilliertes Wasser brauchen wir. Einen Aluminiumtopf. Ja, ist ja Alone, wo Aluminium drin ist. Ich weiß es nicht ganz genau, aber die anderen Edelstahltöpfe und sowas, die haben sich dann immer eklig verfärbt, wenn ich das gemacht habe. Und die Zellen haben dann auch nicht so gut funktioniert. Waren zwar auch nicht die besten, die ich damit probiert habe, aber mit dem hier funktioniert es definitiv. Deswegen nehme ich den auch weiterhin. Ne? Ja, und dann wollen wir mal starten. Hier ist solche Gabelstapler-Batterien, 375 Amperestunden. Die sind jetzt trocken angeliefert worden. Und als allererstes werden sie gespült mit destilliertem Wasser. Destilliertes Wasser ist drin und jetzt wird es erstmal noch ein bisschen mit Schultief behandelt. So mache ich jedenfalls. So, diese alte Badewanne ist nur meine Spülstation und ein bisschen Volt hat sie noch gehabt, 1,3 Volt hat sie noch gehabt, die Batterie. Und während ich das andere destillierte Wasser zum Kochen bringe, lasse ich die dann immer noch an so einem Schultief dann rumrödeln, ne? Damit sie auch ein bisschen Belastung erfährt sozusagen. Ist jetzt nur destilliertes Wasser drin und halt diese Säurerückstände, die wohl noch auf den Platten drin sind. Und ja, kann nicht schaden, denke ich mal. Hey, ihr könnt mir glauben, ich habe lange gerungen damit, diesen gelösten Bleischlamm in den Abfluss zu kippen. Allerdings muss ich jetzt mal zur Relativierung, wenn man überhaupt sowas relativieren kann, mal sagen, ich habe zu meiner Zeit, als ich noch eine Motorenwickelei gewesen bin, auch mal eine ganze Zeit lang Bleianoden hergestellt und da waren tagtäglich die ganzen Klamotten voller Bleispritzer, ne, überall. Und das habe ich auch einfach nur in die Waschmaschine gehauen und das führt ja auch alles direkt in denselben Abfluss. Und so wie die Wasserwerke heutzutage aufgebaut sind, natürlich gehören Schwermetalle, ne, große, ganz, ganz große Teile von Schwermetallen nicht unbedingt in den Abfluss, eigentlich gar nicht. Aber trotzdem dürften diese Vorkehrungen getroffen sein, das dort rauszufiltern. An der Tankstelle haben sie mich dann angeguckt, blöde angeguckt, nachdem ich die ausgekippte Schwefelsäure dann in solchen Teilen dann wieder dort abgeben wollte. Von daher war das da nicht ganz so einfach gewesen. Und spätestens als Libby dann damit ankam, gemeint hat, hey, wie Säure kann man doch neutralisieren, mit Backpulver, glaube ich. Und dann ist es zumindest keine Säure mehr, ne? War es bei mir eigentlich klar gewesen, hey, so schlimm ist das gar nicht. Ne? So, da bin ich nämlich wieder glücklich in Deutschland zu leben, wo die Kläranlagen so gut gerüstet sind, dass sowas hier theoretisch kein Problem sein sollte. Na, also ich bin auf bessere Tipps, bin ich gespannt. Und außerdem
Selbst die Frischwasserzufuhr kommt bei mir noch über Bleileitungen, so wie das aussieht hier. Ne? Könnte doch eine Bleileitung sein, oder? Na gut, okay. Blei 1 und 2 Oxid aus einer Batterie ist schon ein bisschen was anderes, ne, von der Giftigkeit her als hier so ein Blei, was da keiner Spannung ausgesetzt ist oder nicht so viel, ist ja auch an der Erde dran eigentlich. Na gut, okay. Genug gefaselt. Weiter beim Laubbatterie machen. Fast den ganzen Rest, den wir jetzt noch in diesem 5 Liter Kanister haben, können wir jetzt zum Kochen bringen. Nicht zum Kochen bringen, also mehr als 72 Grad, aber weniger als 100 Grad. Das ist die Voraussetzung. Okay, dann können wir ja eigentlich wieder über die anderen Alarmbatterien betreiben, ne? Denke ich mal. So, gut. Okay, na denn. Jetzt halt warten, bis das mehr als 72 Grad hat oder weniger als 100 Grad hat. Weil es so schön ist, wird es gleich mal festgehalten. Und zwar, ne, den Batteriepack hier hinten über der letzten Woche umgerüstet auf Ammonium-Alaun und hier mit diesem ReMF-Charger, was in der Spitze 10 Ampere bringt, aber mittel so mit 3 Ampere die Dinger vollhaut, war da jetzt ungefähr 2 oder 3 Tage dran. Könnt ihr euch ausrechnen, wie viele Amperestunden drin sind, ne? Alle 10 Stunden, 30 Amperestunden ungefähr. Und ja, 40, 50 Stunden war er vielleicht dran gewesen. Also sind noch lange nicht voll, 375 Amperestunden haben sie. Trotzdem wollte ich es mal probieren mit dem 8 kW Wechselrichter die Herdplatte zu betreiben auf der Stufe 2. Das müssen jetzt 1,5 kW sein ungefähr oder 1 kW. Und die Stromzange, die zeigt mir ja auch an, dass es 81, 82 Ampere gezogen werden. So, da hatte ich das vor dem Laufen, ging ungefähr 10 Minuten. Dann hat es erwartungsgemäß angefangen mit Piepen. Das heißt, wenn der hier piept, dann ist die Batterie an einer Spannung, wo man abschalten sollte, also wenn man Bleisäurebatterien hat. Bei Alone macht es natürlich nichts, also habe ich es piepen lassen. Dann kam aber die Eddy hergejumpt und ist hier rumgelaufen, hat gemaunkt und hat gefaucht. Das macht sie ganz selten. Da habe ich gedacht, naja, es liegt vielleicht an dem Piepen. So eine Minute hat sie es ungefähr, oder habe ich es mir ungefähr angehört, dieses Pfietschen vom Wetter und das Murren von der Eddy. Er ist andauernd hier drauf rumgestiefelt und naja, jedenfalls habe ich es dann ausgemacht, habe vielleicht 10 Sekunden, 20 Sekunden gewartet und dann habe ich eine Ausjuxendalerei nochmal eingeschalten, um mal zu gucken, wie lange es dauert, bis er wieder piept. Ja, und solange wie das Video hier läuft, hat es noch nicht gepiept, ne? Und vorher habe ich bestimmt auch schon 2 oder 3 Minuten gewartet. Aber jetzt gehen die Lüfter an. Jetzt gehen die Lüfter an. Jetzt geht er wieder aus. Krass, jedenfalls nur mal 20 Sekunden gewartet. Ne, der ReMF-Charger war natürlich immer parallel dran gewesen. Ich habe momentan keine Erklärung so richtig dafür, muss ich ehrlich mal sagen. Ne, da war auf eine Spannung runtergezogen, ne, wo dann dieses Pfietschen losging. Dann habe ich ihn ausgeschalten, da ist die Spannung natürlich wieder hochgeschnellt, weil der ReMF-Charger dran war. Und dann habe ich wieder eingeschaltet, dann hat er wieder die 80 Ampere gezogen. Und seitdem bleibt er offensichtlich über einer Spannung, die da, ja, die es eben nicht schafft, das Ding zum Piepen zu bringen. Ne? Die Spannung ist da irgendwie zu hoch. Ihr merkt schon, ich bin irgendwie baff. Irgendwie extrem baff. Ja, mein Wasser, das ist schon ziemlich warm. Kochen darf es nicht. Ich werde eine neue Alaunlösung ansetzen. Gut, nur mal, dass es festgehalten wurde, ne, für die Chronik, weil ich zu faul bin, Experimentiertagebuch zu schreiben. Tja. Wunderbar. Jetzt live dabei. Er pfietscht, läuft aber trotzdem noch die 1 kW Heizplatte. Ich schalte mal aus für 20 Sekunden und starte.
2, 3, ne? Die Sekunden zähle ich hier unten mit, ich sehe sie ja. Ja, und dann mal gucken, ob er länger als 20 Sekunden dann wieder läuft, weil er hat ja nur 30 Watt am Eingang dran. Ne? Also 30 Watt zieht dieses Netzteil hier, was danach geladen wird. 10 Sekunden haben wir rum. So, nochmal 10 Sekunden warten. Nochmal 10 Sekunden. 4, 3, 2, 1, Start. So. Und jetzt mal gucken, ob er länger als 20 Sekunden durchhält. Sagen wir mal, jetzt geht's los. Jetzt haben wir schon 10 Sekunden. Na toll. Und dann, wenn ich es vorführen will, klappt es wieder nicht. Na, dann kann ich das auch voll knicken hier. So. Wenn das nur seine mehr als 72 Grad hat und noch nicht kocht, dann die Herdplatte ausschalten. Und auf 1 Liter Wasser ungefähr 300 Gramm erlauben. Maximale Löslichkeit ist in der Literatur mit 196 Gramm angegeben, wenn ich mich nicht irre, pro Liter. Na, also mit dieser Mischung probierte ich es, aber besser geht's mit etwas mehr. Libby hat es bei Kali Allowance so weit getrieben, zu einer 1:1 Mischung. Sogar das geht noch. Ne? Sogar das löst sich, also ist zumindest alles flüssig dann. Und so viel mehr an Kapazität bringt es dann aber nicht. Na, und da war ja auch nicht Unmengen an Alaun haben, würde ich sagen, nehmen wir da einen optimalen Mittelwert. Ja, und den habe ich bei mir bei ungefähr 300 bis 330 Gramm pro Liter rausgefunden. So. Einer noch. Jawohl. So, also 4 solche Becher. Deckel von solchen Thermoskannen. Ich glaube, die haben Standardmaße, die Dinger. Naja, wie gesagt, ungefähr 300 Gramm auf dem Liter. Es ist milchig und in ein paar Minuten müsste so klar werden, dass man bis zum Grund durchgucken kann. Jetzt ist er. Was ist da für ein Haar in der Mitte? Ein ganz, ganz minimal kleiner Salzhut ist jetzt noch in der Mitte. Aber ich denke, das reicht so. Ja. Okay, können wir zum nächsten Schritt gehen. Man nimmt sich die allerschönste Kaffeekanne von der Oma. Ja, dann wird es einfach. Mit den besten Gedanken natürlich, die man haben kann, hier reingeschüttet. Das war's schon. Und jetzt ist sie eigentlich schon fast einsatzbereit. Aber auch nur fast. Jetzt wird sie nämlich erstmal vorgeladen. Hier drüben ist jetzt schon eine dran, die schön vorlädt. Und das hier ist das Ladegerät, was so jetzt diese 2 Volt Zelle lädt. Ist eigentlich nichts weiter als ein stinknormales PC-Netzteil. Sogar ausnahmsweise mal so gelassen worden, wie es ist. Und da sind die 5 Volt Ausgänge alle parallel genommen, ne, dass sie 18 Ampere erreichen. Deshalb steht hier maximal 18 Ampere drauf. Und dann ein normaler RMF-Charger dran, ne, den man jetzt hier nicht mehr sieht. Aber ja, ihr wisst ja, wie RMF-Charger aufgebaut sind. Da ordentlich dimensionieren bis maximal 18 Ampere.
Und ja, dann läuft's. Hier habe ich dann mal noch einen Startmodus und den Maximalmodus mit eingebaut. Das heißt, zwei Vorwiderstände eingebaut. Na, einmal einen halbwegs großen Vorwiderstand. Hier bei den 5 Volt ist ein großer Vorwiderstand um die 20 Ohm ungefähr. Und der kleine Widerstand ist 3 Ohm. Und insgesamt sind dann praktisch beim Start die 23 Ohm drin als Vorwiderstand. Somit geht das Netzteil nicht in Selbstabschaltung, was ich euch gleich mal live zeigen werde. Okay, nun ist die Batterie angeschlossen ans Ladegerät, die wir gerade gebaut haben. Und jetzt zeige ich euch gleich mal, wie das normal aussieht, wenn man es startet. Wenn man mich einmal einschaltet, geht's schon. Ach, krass. Na gut, okay. Ne, normalerweise müsste ich da 2-3 Mal anschalten, dass erstmal genug Spannung drin ist sozusagen, dass die Ampere hier ordentlich nachfließen können. Ja, und dann könnte man auch auf Maximal schalten und warten, bis dann diese Anzeige auf 2,4 Volt geht. Die gehen halt leider erst ab 2,4 Volt los, diese angeblich 5 bis 30 Volt. Ne? Also verkauft werden sie erst ab 5 Volt, aber in der Praxis gehen sie ab 2,4 Volt los. Von daher kann man die hier ganz gut einsetzen. Ne? Das fängt dann an mit Leuchten, wenn sie voll ist, ne? Sozusagen. Die hier, was daneben steht, die ist ja jetzt schon ordentlich geladen worden. Und den ersten Entladetest macht sie mit einem Readstep ab. Für die Größe, für 2 Volt Zellen, ist jetzt das hier dabei rausgekommen, dass das ganz gut funktioniert. Von den Verhältnissen her, wer da schon mal Readstep abgebastelt hat, der weiß, dass es da, wenn man da einmal ungefähr ein optimales Verhältnis hat, was passt, dann kann man hin und her skalieren. Aber ehe man das erstmal gefunden hat, das dauert. Ja, hier hatte ich Glück, das hat gleich auf Anhieb funktioniert. Kam irgendwie die Eingebung, jetzt einen Readstep abzubasteln, weil ich da die Teile gerade in der Umgebung rumliegen hatte. Und toi toi toi, der läuft ordentlich durch. Mit der Stromzange habe ich 500 mA gemessen, was er zieht. Aber naja, ihr wisst ja, das ist ja das, was es nur ein bisschen hin und her pulst. Ja. Ja, die LEDs, die sind jetzt hier für 70 Volt. Oh, bin ich hier aneinander gekommen. Was hat er jetzt? Ach nee. Erstmal ein bisschen einschwingen sozusagen. Alles klar, da kann man ja dann hier auch noch die Helligkeit ein bisschen regulieren. Also heftiger machen oder geringer. Ich habe es aber lieber erstmal ein bisschen geringer, ne? So gerade so an der Grenze, das reicht. Ja, und dann schließt er die Batterie hier praktisch ein paar tausend Mal pro Sekunde immer kurz, ne? Und schickt auch den Strom eigentlich wieder zurück in die Batterie, jedenfalls ein Teil von dem Strom, und das, was über der Spannung von 2 Volt liegt, wird praktisch in die LEDs geschickt sozusagen, ne? Also natürlich wird sie leerer mit der Zeit, ne? Aber nicht so im Verhältnis, wie man es da erwartet, will ich es mal vorsichtig ausdrücken. Genau, das ist dann die zweite Stufe, ne? Und wenn es die dann nochmal durchlaufen hat, also wenn ich den jetzt einen Tag lang durchlaufen lasse, komm, dann muss ich mal weiter ranbiegen hier. Ah, das war zu weit. Doch nicht. Na, wie jetzt? Also, ein bisschen weiter weg muss ich drücken. Da war zu nah dran gewesen. Ja, zu nah dran ist scheiße, zu weit weg ist scheiße, aber irgendwo mittendrin hat man einen schönen Toleranzbereich, ne, wo man schön die Helligkeit und die Pulse einstellen kann. Ja, wenn es die Phase dann nochmal durchlaufen hat, dann kann man sie nochmal laden. Und zwar komplett, so wie es hier drüben jetzt gerade momentan passiert. Das ist ein normales 230 auf 12 Volt Netzteil, da auf der Sekundärseite noch 10 Windungen dazu gemacht mit dem Draht, dem dicken Draht, der hier dabei ist. Und das wäre dann praktisch
hier drüben die Seite, ne, da habe ich da noch Draht dazu gewickelt, dass ich auf mehr als 12 Volt komme, auf 15, 16 Volt ungefähr. Im Wechselstrombetrieb, ne, wenn man den dann gleich richtet, hier oben mit dem Gleichrichter auf dem Kondihaut, hat man noch ein bisschen mehr, so 18, 19 Volt ungefähr. Und damit dann einfach seinen RMF-Charger bepulsen und dann seinen Batteriepack laden. Mehr ist es eigentlich nicht. Den könnte man natürlich auch noch ein bisschen größer auslegen. Das ist jetzt wirklich im Verhältnis ziemlich, naja, wenn man sich ausrechnet, ich glaube 4 oder 5 Tage müsste ich den komplett dran lassen oder eine Woche, dass ich die Ampere drin hätte ungefähr. 375 Amperestunden gegen ein Ladegerät, was im Mittel so 2,75 Ampere raushaut. Naja, oder Solarpanel mit RMF-Charge, das ist dann jedenfalls Wurst. Aber wie ihr allein Batterien so machen könnt, wie es im Segelohrenbob-Labor momentan Stand Juni 2018 passiert, das wisst ihr jetzt. Okay, dann wünsche ich euch mal frohes Schaffen derweil. Und so schaut das Ding jetzt in Aktion aus. Es ist als 12 Volt Batterie zusammengeschalten. Und hier ist der kleine niedliche RMF Charger dazu, der bis maximal 30 Ampere ausgelegt ist, aber momentan nur mit Solarpanels befeuert wird, die maximal 300 Watt haben. Und 300 Watt a 10 Stunden Sonne sind wir bei 3 kW Leistung. Nur 6 von diesen Panels sind jetzt dran angeschlossen. 6 Panels parallel. Und die restlichen 12 haben wir jetzt noch übrig. Ganz am Anfang war es eigentlich für 24 Volt konzipiert. Also denke ich mir mal, so wie das der erste Elektriker hier gemacht hat. Und da waren alle Platten dran gewesen, aber da hat es die Batterien komplett tot gekocht. Dann sind sie später auf 12 Volt runtergegangen, so wie mir es ausgesehen hat, und haben diesen MPPT-Regler genommen, der hier auch angezeigt hat, dass er 14 Volt rausbringt. Bloß als ich nachgemessen habe, habe ich gesehen, dass die Spitzen, die er rausgebracht hat, weit über den 14 Volt gewesen sind. Also da hat dann hier die 30, 35 Volt von den Solarpanels als Spitze auf die Akkus draufgehauen und sie sind somit ja totgekocht gewesen. Ja. Also waren komplett überladen, eigentlich komplett tot, kannst du sagen. Ja, und jetzt toi toi toi, also unser Heißluftföhn. Wo ist er, der Heißluftföhn mit 1,6 kW? Haben wir schon wieder weggeräumt. Hier ist jedenfalls der kleine Wechselrichter dafür. 8 kW Wechselrichter. Ja, die läuft jetzt schon eine Stunde. Kann man sagen, wenn es geladen ist. Ja, also kann nicht meckern bisher. Das funktioniert ganz gut. Und auch bei diesem Himmel, ne, da ist jetzt alles bewölkt und es sind keine Dünnschichtpanels. Ne, das sind stinknormale Polykristalline, so wie es aussieht. Und trotzdem bringt er hier noch bestimmt, kann man gleich mal messen, noch über 6 Ampere, 6,8 Ampere. Vom RMF-Charger in die Batterien und vom Solarpanel, genau, 6,5 Ampere gehen rein, jawohl, geht 6,5 Ampere kommen vom Solarpanel in den RMF-Charger und vom RMF-Charger in die Batterien sind es ein kleines bisschen mehr normalerweise, ja, 6,4 6,5. Ja gut, hier 100 mA. Wenn dann die Sonne richtig scheint und hier so um die 10 Ampere kommen, dann gehen so ungefähr 8, 9 Ampere in den RMF-Charge und 10 Ampere gehen dann hier rein. Also, der kreiert mir schon ein paar Ampere. So, Anlage vorerst fertig. Die große Umrüstung kommt dann im Oktober. Momentan haben wir sie auf 12 Volt und 1230 Amperestunden. Die nächste Version sollen dann ganz viele Zellen in Reihe sein, dass wir auf über 200 Volt kommen. Aber das muss provisorisch erstmal reichen. So, wollen wir auch mal gucken, ob es funktioniert.
Das ist an. Das ist auch an. Und jetzt kommt eine 1,2 kW Pumpe dazu. Jawohl. Einwandfrei. Gut. Das klappt zumindest. YouTubers, it's me again, René. I found something very strange I would like you to see. Do your advantage with it. I hope you will. Alright, so I will get started. This is an old battery, lead acid battery. I converted this one to lead alum and I am still learning it to get charge. It now sits with a charge of 12.60 volts. I drained it completely to zero several times already and it's starting to build up power. That's what these kind of batteries do when you convert them to alum. And they won't break again. I explained this in a previous video. This is one of my first re-EMF chargers. It's a pulse charger. You will hear it in a second. What it does, it gives a pulse where it pushes amperage at about 12 volt, what the battery normally takes, and then gives another pulse about 50, 60 to 200 volts, also on the battery, but a very short pulse. And what this does, it desulfates batteries. So any lead acid battery, you can desulfate with this charger and charge it. Yeah, just look it up, a re-EMF charger by René, that's me. This thing just works. This is another one. I don't know what I did with it, but it's broke, so I have to fix it. Okay, so what I found out was this. This is a car lamp. It's 12 volt, 4 amps. Here we have an amp clamp. I can show you what it does. Well, the voltage is dropping because it just stopped charging it. It's now at 12.57. Okay, I will show you something very weird. This lamp is hooked up, the ground is already hooked up. The positive is coupled to the multimeter, this one. And what I'm going to do now is I'm going to load the lamp on the battery and you will see the voltage drop on the multimeters, and these two differ 0.04 volts. In measurement, which is negligible, it doesn't matter. Okay, so I will hook up the lamp now. Well, pretty bright. And you can see the voltage drops to 12.3735, still dropping. This one is another voltage, 12.27. You can see them both. It's pretty bright with the light. Now I'll switch on the amp meter and let's see if you can see it. 398, it jumps around depending on the corner that you keep it. You know how these things work if you are into electronics like me. About 4 amps. It is drawing continuously and it's about a 48 watt, 50 watt lamp, car lamp. So this is 4 amps drawing from this battery that I just converted. This is a very old battery that was completely dead. But I revived it with the re-EMF charger. I desulfated it, emptied the battery out and put alum in it. And now it works again, as you can see. And I can deplete it completely to zero. The voltage is now at 12.87. And what I'm now going to do is I'm going to hook up the re-EMF charger as the lamp is running the battery. You can hear it buzzing. And see the red lights that I put in there to see if it the back EMF is working. Well, you can hear it. So this is working. It's inputting a voltage and a current into the battery as the battery is depleting.
You saw how fast it was draining before. Is at 12.6 now and not dropping it anymore, or at least not as much. 12.6 and holding. Okay, let's see. The lamp is drawing. The lamp is drawing 3.96 amps. How much am I putting into the system? So drawing 4 and putting in 1.37. That means that we're still drawing, according to all the scientific data, about 2.7 amps from the battery continuously. But the amp drop of the voltage drop is considerably lower now. So the input amperage isn't that high, but still the voltage drop stagnates tremendously. Let's see what it does. Okay, measuring again. The lamp is drawing, I will just read it out because all the light is really blinding. The lamp is drawing 4.08. I am putting in 1.22. And the lamp is drawing 4.13. Putting in 1.2. So putting in 1.2, drawing 4.4 amps. And the voltage is holding. Okay, some of you may know this, some of you may not, but if you know about the Tesla switch, that's another piece of technology, they explain how the ions in a battery flow work. My guesstimation is that the pulses that this one gives, the ReEMF charger, really sets off the ions in the liquids. The constant current draw that the lamp does is constant. There's nothing changing about that, but the battery takes a charge with a lesser amperage. And keeps charging even though it's giving off power. And that's really strange. You see, the voltage really holds. Still 12.4. And this one is 4 amps at 12 volts, so it's 48 watts. Continuously drawing from this battery and holding at 12 volts. And what the ReEMF charger does, it inputs a voltage. The voltage matches itself to the battery. So what the battery needs is what the battery gets in voltage. And in the first pulse, it pushes amperage. And the amperage it pushes is 1.2 amps. You saw that. In the back EMF spike, it releases all the energy stored up in this coil back over this battery again with a much higher voltage, 50 to 200 volts. And I suppose that the whole chemistry of the battery just takes all that power and stores it, because I'm continuously drawing 48 to 50 watts and the voltage is holding. If this keeps holding like this, you can run this lamp, this 50 watts, weeks on, months on. Okay. Maybe I'm doing something wrong. I just wanted to share this with you. I find this pretty cool. This battery is really getting stronger by the day. I charged and discharged it to zero 2 times now. And after 3-4 times, you really notice that these batteries, when they are converted to alum, get so incredibly strong. You see this one and that one still holding. Using them for the grinders, for the drills, for whatever, and they function
15-year-old batteries that just won't die. This one is very old too, but not as old, but it's getting stronger already. Okay, so René out here. I hope you enjoy this. If you have some comments or some ideas what is exactly happening with a system like this, just let me know. Just wanted to let you know what I found. All right, see ya, bye bye.